Sarah Wagenknecht, die linken Politikerin und Publizistin, stellte im Rahmen einer Lesung mit einer sich anschließenden Podiumsdiskussion ihr neues Buch Freiheit statt Kapitalismus vor. Der Saal der Syltquelle war gut gefüllt. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt, Petra Reiber, begrüßte die Politikerin herzlich. Auch die Probleme auf der vermeintlichen Trauminsel Sylt wurden dargelegt und Lösungsansätze diskutiert. Und das ist ja einfach auch traumhaft. Also die Dünenlandschaft, das Meer, unberührte Natur, das ist natürlich einfach fantastisch und wunderschön. Nur es darf eben einfach nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch die Schattenseiten und das Negative gibt. Und man fährt natürlich an wunderbaren Häusern vorbei, redgedeckt, sehr, sehr hübsch. Also es ist natürlich auch schön, dass die Insel jetzt nicht verbaut wird, aber es ist eben immer auch das Problem damit verbunden und das ist ja auch bekannt, dass gerade in Sylt als Normalverdiener, als jemand, der hier leben möchte und nicht hier beispielsweise nur Urlaub machen möchte, eben das Leben immer schwieriger wird wegen Mietsteigerungen und anderem und Immobilienspekulationen, also da ist ja auch sehr, sehr vieles im Gange. Ein Punkt, wo wir sagen, wir haben keine gesunde Zusammensetzung der Wohnbevölkerung mehr. Dass es eine klare Verabredung aller Inselgemeinden gibt, keinen gemeindlichen Grund und Boden mehr zu veräußern. Michael Stitz vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag war ein weiterer Gast der Diskussionsrunde, bei der unter anderem über die europäische Schuldenkrise gesprochen wurde. Auch das Publikum nahm regen Anteil. Viele interessante Fragen, auch über innenpolitische Themen, wurden an Sarah Wagenknecht gestellt. Institutionen, die sich massiv dagegen wehren.